Die Ballade von Sternenkind Bowie. Es war einmal ein schüchterner Junge namens David, der entdeckte alle Früchte der Musik auf Vinyl. Und es war für ihn eine Offenbarung. Gottes Herrlichkeit enthüllte sich ihm. Er bekam ein Saxophon geschenkt und bald sang es aus ihm heraus. Dieses andere Wesen, das in ihm steckte und hinaus wollte. Sein Bruder Terry, der rebellische Halbling, unterstützte ihn, half ihm auf die Bühne. Sie führte ihn über die englische Enge und Kühle in einen Raum voller heißer Klänge und Rhythmen, die die Seele noch weiter in den Raum hinaus katapultierten, in die Freiheit. Und Klein David wurde so groß in der weiten Welt der Musik, sog alles Neue ein, denn den ganzen Sternenstaub. Ein Pantomime brachte seinen Körper und seine Mimik in Bewegung, und bald war er nicht mehr zu halten. Er sagte Great Britain Ade und bohrte sich mit großem Eifer in den Big Apple, vereinigte sich mit anderen Würmern, die hier durch die reichen Eindrücke prächtig gediegen. In der Fabrik des Andy Warhol, diese Schöpfungswerkstatt, begann er sich zu verwandeln, wurde Mann und Frau und Alien, ein Bühnenirrlicht. Er fügte zur Space Odyssey die Oddity des Major Tom hinzu. Fortan folgte ihm dieser Major aus dem Schattenreich durch sein ganzes Leben. Selbst der priesterliche Bannspruch Asche zu Asche konnten ihn nicht ins Reich der Toten zurückzwingen. Ja, er ging auf grandiose Weise verloren und tauchte später, verwandelt als Ziggy Stardust, auf dem Mars wieder auf. Glamouröser und schillernder. Er sprang in Rollen und spielte doch nur sich selbst, denn er entfremdete sich immer wieder, kaum fassbar, auch wenn er mit anderen die Raumzeit und die Drogen teilte. Die Geldhaufen um ihn herum wuchsen und wuchsen, und er fand sich immer neu, verpflanzte sich nach Europa. In Berlin nahm er bald statt Heroin und Kokain nur noch Krautrock zu sich und wuchs weiter, dass er die ihn umgebende Mauer geistig auseinandersprengte und aus den Bruchstücken neue Musikwelten erschuf. Er zog wie nebenher noch einen Sohn auf, der später mal mit seinem alten Namen berühmt wurde. Er wurde ein Held, nicht nur für einen Tag, und zog weiter. Er nutzte das Fantastische immer auch als Entgrenzung. Er ließ die Diamanthunde heulen, Wächter von düsteren Nichtwelten, und errichtete das Labyrinth der Töne, in das sich so viele gerne verirrten, mit ihm als Herrn darin. Er blieb ein Klangfarbenschöpfer, und wenn er mal zwischendurch zum Tanz einlud und mit einem chinesischen Mädchen und ein chinesisches Mädchen umgarnte, ging ein goldener Regen auf ihn herunter. Es folgten Jahre in der Blechmaschine, wo er ein Rädchen unter vielen war, bis er auch dieses Gehäuse hinter sich ließ. Er sang von schwarzen Bändern und weißem Rauschen, verabschiedete sich von seinem Bruder, der nun durch den Tod sich selbst entfliehen konnte. Er verliebte sich in eine schwarze Perle Afrikas. Sie wurde seine Begleiterin für die Zeit, die ihm noch blieb. Er grüßte nun die Erdlinge und erdrückte sich immer mehr in den Olymp der Pop-Titanen. Die Musik, die von diesem Gipfel zu uns Menschen hinunterdrang, ließ einsame melancholische Welten entstehen. Er ging in der Weite der Klänge verloren. Die menschliche Hülle aber war immer noch da, als Anker der Gefühle und des Wissens. Schließlich ließ ihn diese menschliche Hülle von ihm immer wieder vergiftet im Stich.
Er raste auf den schwarzen Stern zu, aber es gelang ihm dabei, ihn mit seiner Stimme und seinem Klangwesen zu umarmen. Als Abschiedsgruß an die Menschen, die er nun endgültig auf dieser Welt zurückgelassen hatte. Ihr nicht. Nein, du wirst nicht in meinem Roman vorkommen. Du brauchst es weder zu fürchten noch zu hoffen. Du bist einfach zu langweilig. Mit dir will ich die Leser nicht langweilen. Weglegen würden sie das Buch vor dem Höhepunkt, weil sie dir zuhören müssten, wie du deinen Kater fütterst, dein beliebtestes Gesprächsthema. Überblättern würden sie dich. Du bist ein Stimmungstöter und mir ist es noch nicht gelungen, dich langweiliger bedeutungsvoll im Roman zu platzieren. Nein, auch du musst leider draußen bleiben. Du bekommst keinen Auftritt in meinem Roman. Du bist einfach zu widersprüchlich. Mal sagst du das, mal etwas anderes. Einfach so aus dem Stand und in seliger Vergesslichkeit, was du gestern so von dir gegeben hast. Was sollen denn die Leser und Leserinnen von dir halten? Das wird doch auf mich als Autor zurückfallen. Der brauchte wohl einen Lückenfüller, würden sie denken, oder? Kann der denn nicht anders Spannung reinbringen? Und vor deinen widersprüchlichen Taten wollen wir gar nicht anfangen. Erst zeigst du deiner Freundin die kalte Schulter, dann aber lädst du sie wieder zum Abendessen ein. Hast es dir wohl anders überlegt, wie? Gut, dass sie nicht mehr darauf eingegangen ist. Und wenn ich einen Roman mit Sexszenen würzen will, nehme ich die Liebschaften deines Freundes. Nein, in meinem Roman kommst du nicht allein. Du würdest mit deiner Biografie meinen Protagonisten die Schau stehlen und dich als Hauptfigur zu nehmen, dazu bist du mir zu wenig sympathisch.